Ich singe euch ein Lied, das es so noch nicht gibt. Ich hab's gerade erst erfunden, vor wenigen Stunden. Was für eine Ehre, es hat heute Premiere. Falls ihr's noch nicht wisst, mich hat die Musik... Hört ihr auch den Bohrhammer? Ne, jetzt hat er aufgehört. Frage 4. Zofft ihr euch auch mal? Die Frage verstehe ich nicht. Zofft ihr euch auch mal? Also ich bin ja der Harmoniebeauftragte, ich hab können. Also was für die Mann, ey! Also eigentlich ist, ich hoffe, du bist mir nicht böse, Basti, der Harmonie. Um mal ganz ehrlich zu sein. Da bin ich zumindest der Stellvertreter. Nee, also wir diskutieren natürlich schon manche Themen. Das ist ganz klar, dass 5 Charaktere, die aufeinander hocken, nicht immer einer Meinung sind. Was willst du damit jetzt sagen? So ein Schwachsinn. Ihr seht, was ich meine. Basti hat die Qualität... Die Getränke sind heute übrigens eh frei, aber ich sage es so, okay. Die Qualität, dass er den Streit schon 5 Minuten vorher bemerkt, also bevor er passiert. Und das Schöne ist auch manchmal, ganz ehrlich Jungs, ich sehe ihn, aber ich greife einfach nicht ein. Also. Ach so, wirklich? Nein, mir nicht aufgefallen. Nicht wirklich. Also ja. Das ist, glaube ich, ja, auch normal. Ich meine, Frage 4, ja. Ja, man muss dazu auch sagen, wir unterhalten uns ja auch über emotionale Themen. Wir versuchen ja auf der Bühne auch Emotionen zu vermitteln. Ja. Und da kommt man auch an Themen, die halt ja nicht so oberflächlich sind. Deswegen geht's da halt ja auch manchmal zur Sache. Stimmt. Die Meinungen sind nicht immer gleich. Wäre ja auch langweilig. Ja. Hey, nicht umblättern. Ja. Oh. Der nächste Streit. Wir hätten eigentlich noch so ein Fazit sagen können, so nach dem Motto, ach, am Ende haben wir uns alle immer lieb. Hey, nicht umblättern. Gut. Die nächste. Frage 5. Wer ist der unordentlichste, der größte Chaot? Das ist echt eine gute Frage. Kommt auf den Bereich an, würde ich auch sagen. Ist es da um den Koffer oder um das Hotelzimmer? Wie war das? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ich weiß nicht, also eigentlich sind es ja ordentlich, aber manchmal bin ich auch ein echter Chaot. Das kommt ganz drauf an, in welchem Bereich. Ja, eben. Wer ist denn der größte Chaot? Ich kenne euer Privatleben nicht. So, also, genau jetzt in eurem Schreibtisch und so. Gute Frage. Das ist einfach auch eine Perspektive, eine Frage der Perspektive. Ja. Ich bin ein unglaublich unordentlicher Mensch, aber in dieser Unordnung habe ich halt meine eigene Ordnung. Ich finde auf meinem vollkommen chaotischen, für den Außenstehenden chaotischen Schreibtisch alles genau, was ich brauche. Das sagen aber übrigens alle Messis, sagen, dass sie das nicht rechtfertigen. Ich war am Füßen nicht so an. Ja, aber du hast schon recht, das ist, jeder hat so sein Chaos, glaube ich. Und bei mir ist zum Beispiel so, dass ich im Büro ziemlich ordentlich bin und daheim, da passt das dann manchmal nicht so ganz mit der Ordnung. Ja, und auch mit unserem Leben. Also wir sind ja doch auch viel unterwegs. Und da fällt es mir dann manchmal schwer, wirklich komplette Ordnung zu halten. Ich würde, glaube ich, ordentlicher sein, wenn das alles ein bisschen geordneter ist. Ja, ja, klar, wenn es ein geordneteres Leben ist. Also an mir liegt es nicht. Nein, nein. Man hat auf jeden Fall immer eine gute Ausrede, so steht fest. Wir sind auch Künstler, wir dürfen auch unordentlich sein. Ja. So, das waren die ersten 5, wir müssen weg. Da ist aber noch nicht 6, ich habe vorhin schon gespickt. Oh, ey, hast du gespickt? Nur die Zahl. Hier steht Frage 6. Wo in der Welt würdet ihr denn unbedingt mal auftreten wollen? Wanne Eickel. Was? Moment mal, das ist eine Gruppenentscheidung. Allerdings. Lass uns mal kurz demokratisch eine Möglichkeit in den Raum werfen. Wanne Eickel. Auf dem Empire State Building, chinesische Mauer haben wir schon. Ja, stimmt. Auf dem Schiff, ach nee, haben wir auch schon. Eiffelturm, also irgendeine Sehenswürdigkeit. Das wäre schon cool. Ja. Vielleicht Sydney. Sydney, die Oper. Opern habe ich auch schon gesagt. Dresden ist ein Opernhaus. Semperoper. Hatten wir die Elfi? Elfi ja gut. Auch sehr schön. Ja. Ob die Akustik wirklich so gut ist, ja. Oder ob nicht die Ansbacher Gumbertuskirche eigentlich viel besser klingt, ja. Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht ist die Elfi nicht mehr. Einigen wir uns auf Elfi? Elfi. Für heute? Elfi? Oh. Elfi.
Ich singe euch ein Lied, das es so noch nicht gibt. Ich hab's gerade erst erfunden, vor wenigen Stunden. Was für eine Ehre, es hat heute Premiere. Falls ihr's noch nicht wisst, mich hat die Muse geküsst. Es sprudelt aus mir heraus, wie euer Applaus. Es ist echt abgefahren.